Und da sind wir auch schon wieder, Croc und Mr. Horror Jumper zusammen auf einem neuen Part. Und im letzten Part tut es mir ein bisschen leid, dass ich da so gefailt habe. Das war ja auch ätzend. Ich habe mir das jetzt so einigermaßen gemerkt. Am besten ist, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ja, ja, ist okay. Hör auf zu quatschen, damit ich meine Items verwenden kann. Ah, da war der doch. Gut, hier waren glaube ich nämlich Edelsteine, daran hatte ich nämlich nicht gedacht. Oder hatte ich daran gedacht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, das ist schon was her, wo ich den vorherigen Part gedreht habe. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ah gut, er hat uns nicht getroffen. Ich will alles irgendwie sammeln. Zumal, das ist ja auch Geld für uns. Darum ist das ja auch so wichtig. Und der schießt trotzdem weiter auf uns. Ja kommt, ich sammle jetzt nicht alle Edelsteine. Die sind ja sowieso nicht so wichtig. Damit wir ein bisschen vorankommen. Ja, die Stelle kennt ihr ja auch noch. Das war, glaube ich, sogar der schnellere Weg von beiden und der einfachere. Oder was heißt schneller? Sind ja, glaube ich, genau dieselben Sekunden, also dieselbe Anzahl an Sekunden, die man hat. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht gepackt hätten. Schön, schön. Gut, da springe ich jetzt ganz schnell rüber. Nein, verdammt! Boah, das regt mich so auf, dass wir das jetzt nochmal erneut machen müssen, nur weil wir da runtergefallen sind. Ja, ich würde sagen, ich überspringe das Ganze bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, mir wird jetzt nicht wieder derselbe Fail passieren. Oh, verdammt. Komm schon, jetzt rette ihn schnell. Jetzt müssen wir da schnell rüber. Komm schon, bevor die jetzt alle explodieren. Ah, okay. Dann habe ich mich in dem einen Part getäuscht. Oh Gott. Weil ich habe ja gedacht, dass... wie heißt es? Dass wir diesen einen Move da machen müssen, damit wir da rüberkommen. Aber das ist Schwachsinn. Habe ich jetzt auch alles? Ich bin mir da so unsicher. Ja, wir haben alles. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt einfach... Oh, wow, wow. Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu oft auf der Lava herumtanzen. Jetzt dürfen wir nämlich den ganzen schönen Weg wieder gehen. Ja, das Level ist irgendwo cool, es ist abwechslungsreich, aber es ist auch sehr nervig. Warum sind jetzt hier keine Gegner? Ach so, jetzt verstehe ich, glaube ich. Wir müssen immer beide Wege gehen. Okay. Daran erinnere ich mich jetzt aber auch nicht mehr. Na gut, dann spielen wir nach deinen Regeln. Scheiß Ameise. Tatsächlich. Ja, an den Raum erinnere ich mich. Das sieht aus wie so Organe. Ich finde das irgendwie ekelhaft, aber auch irgendwie cool. Allgemein, die Höhle sieht irgendwie komisch aus. So, hast du brav gemacht, Croc. So, jetzt rennen wir mal schnell durch, damit wir genügend Zeit haben. Ja, die Zeit verdoppelt sich oder erhöht sich um 10 jeweils, wenn wir auf den Schalter stampfen. Und jetzt hoffe ich, dass das ganz schnell geht. Oh, da ist sogar ein bunter Kristall oder Edelstein. Verdammt! Lauf schneller! Komm schon! Das war knapp, aber wir haben es hinbekommen. Der schießt uns schon ab, dabei sind wir nicht mal auf seiner Ebene. Ist okay. Verdammt! Alter! Boah, knapp! Habt ihr das gesehen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns da retten, weil es sah aussichtslos für uns aus und
Das war ziemlich krank. Weil das ja runtergestürzt ist. Was ist jetzt? Müssen wir da jetzt runter? Nee, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Verdammt. Verdammt. Nein, was habe ich getan? Ihr wollt mich jetzt veralbern, oder? Muss ich jetzt echt... Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Was sollte das denn jetzt, bitteschön? Bis gleich. So, und wir haben jetzt alle Dinge aktiviert. Wir sind jetzt, ja, zum Glück wieder hier. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Das wäre das Dümmste, was uns passieren könnte. So, dahinter gibt es nichts, oder? Nö. Hätte es sein können, dass sich da was versteckt? Okay. Aber wahrscheinlich müssen wir den anderen Raum auch wieder machen. Gut, dann gucken wir mal. Tatsächlich, okay, das... Nee, wir können da durch, stimmt. Ach so, wir können, wenn wir wollen, diesen Weg nochmal gehen. Ah, okay. Dann habe ich das eben missverstanden, wahrscheinlich. Oder der ist jetzt schon aktiviert. Ach, keine Ahnung. Bin ich mir gerade selber nicht so sicher. Ja, welchen Weg gehe ich denn jetzt am besten? Ah, ja, ich sollte erstmal das hier aktivieren, auch wenn das nicht sehr viel bringt. Aber vielleicht, wenn wir Energie finden... Oh, wir können uns... Moment. Was haben wir denn hier? Wie geil ist das denn? Ein Secret? Ey, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, hätte ich das jetzt nicht ausprobiert, ne? Nicht schlecht. Heißt das am Anfang? Nee, am Anfang war sowas nicht. Krass. Okay, das müssen wir uns merken, dass es sowas auch hier gibt in diesem Spiel. Okay, hier sind die Verstecke schon ein bisschen krasser als im ersten Teil. Ja, ihr wisst, warum ich so komisch springe, damit ich besser von Hü nach Hot komme. So. Ich gucke jetzt nochmal mit dem Fernglas. Wer weiß, habe ich da noch was irgendwo übersehen? Nee, sieht gut aus. Okay. Sonst fliegt Krog mit meinem rollenden Fass in die Luft. Rollenden Fass? Ach ja, es kamen hier, glaube ich, so Fässer, die entgegenkommen. Oder? Wie war das jetzt? Ey, wie fies ist das denn, bitteschön? Oh, Mann. Nee, heute irgendwie in diesem Part. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Na gut, hör auf zu quatschen, wir wissen, was du sagst. Aber wir haben... noch mehr Zeit als sonst. Das ist schon krass. Das heißt, der Weg muss ja nicht gerade kurz sein. Das war sehr knapp. Ach, das meinten die mit dem rollenden Fass. Das geht ja eigentlich. Aber ich, Trottel, spring natürlich in die Lava. Okay, jetzt schaue ich mich hier nochmal um. Ich denke aber nicht, dass wir was verpasst haben. Wahrscheinlich hätten wir doch den anderen Weg gehen sollen. Was ist das denn? Haha, mehr rollende Fässer. Wie jetzt? Jetzt konnte ich den einen Weg nicht gehen. Stimmt, war ich hier nicht schon? Ich erinnere mich, glaube ich, ein bisschen. Egal, wir müssen ja jetzt die Gegner nicht alle killen. Was ist das denn? Wie? Oh, nein. Bis gleich. Ja, da sind wir auch wieder. Diesmal gehe ich den rechten Weg, anstatt den linken. Ihr kennt den Raum ja noch. Bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja hier... vielleicht ist der Weg ja besser. Oh nein. Oh, warum musste ich... Nee, der Part ist total fail. Aber sowas von. Pass auf meine Feuerbälle auf.
toll. Feuerbälle. Da waren mir, glaube ich, die Fässer schon lieber. Na? Ach so, da. Du Scheiße. Ah ja, ich glaube, das hat man auch im letzten Part gemacht, wenn ich mich erinnere. Verdammt! Nicht aufregen. Nur nicht aufregen. Ich habe ein Safe State gemacht für diesen Fall, weil ich langsam keine Lust mehr auf dieses Level habe. So. Gut. Dann auf ein neues. Ja, ich gehe trotzdem diesen Weg. Vielleicht gab es da einen dieser Gobos, genau. Boah. Heute ist nicht mein Tag. Ich glaube, ich bin zu müde. Ja, ist okay, du quatschst wieder deinen Kram wie immer. Ja, ich weiß, ich hätte springen können. Komm schon, geh. Ja, schneller. Ich wette mit euch, es kommt eine Lavagrube und ich springe da rein. Nee, wir haben es geschafft. Oha. Was für eine Ehre. Okay, hier scheint nichts zu sein. Kein Gobo, leider. Okay, jetzt sind wir in so einem Raum, anstatt da, wo diese zwei Typen direkt standen. Wahrscheinlich hat das Ganze sogar sehr viel Sinn, dass wir den Weg gegangen sind. Ah, die Plattform, kennt ihr die noch aus dem ersten Teil? Alter, das macht ja Schaden. Oh nö, ich mach lieber mal ein Save. Ich habe keine Lust, dieses Level erneut machen zu müssen. Ihr habt ja schon gesehen, dass mich das Ganze hier aufregt. Oh, das war knapp. Das war mehr als knapp. Es wundert mich, dass wir überhaupt nicht erwischt oder erwischt worden sind. Gibt es hier noch irgendwas? Haben wir hier was vergessen? Scheinbar nicht. Okay, gut. Okay. Ja, da ist einer. Nein, verdammt. Wow. Okay, scheinbar hat sich dieser Weg ja doch gelohnt. Obwohl... Ja, kommt, ich gehe den Weg auch noch. Ihr habt mich überredet, ich will es nämlich auch noch wissen. Boah, dieses Level ist wirklich nur mit Safe States, ich schwör's euch. Weil ich so einen Hass auf dieses Level bekomme. Vor allem waren das auch noch so dumme Fails. Komm, die Passage, die kürze ich, bis gleich. So, ich hab's geschafft. Jetzt mal gucken. Der nette Raum. Schnell, Beeilung. Komm schon. Ah, ja, okay. Das hätten wir schon mal hinter uns. Oh nö, da hinten ist schon wieder so einer. Nicht mit uns. Ja, okay, es hat sich tatsächlich gelohnt, weil hier noch einer war. Ah, nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Ah, und das ist auch der Orangene. Oh, meine Stimme. Oh nein, der Gegner. Kommt er jetzt wieder? Ich hoffe nicht. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Na, was haben wir denn Feines hier drin? Komm schon, irgendwann mal muss doch mal wieder ein Herzchen kommen. Boah, dieses Level ist brutaler als brutal. Aber ich find's cool. Also, endlich mal eine Herausforderung. Nur ich sollte mich nicht allzu dumm anstellen. Ja, ich mach mal wieder lieber ein Save, damit ich das Ganze nicht nochmal erneut machen muss, ne? Ich habe dich satt, Krog. Du wirst nicht rechtzeitig fertig.
Wie, läuft jetzt... Nee, es läuft keine Zeit. Ja, es schreit doch nach einem Safe State. So. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch wieder ein Herz. Ich finde das ja so cool gemacht mit dem Robo. Ich mag das. Das ist eine nette kleine Abwechslung in diesem Spiel. Oh Gott. Reicht das? Ich glaube nicht. Verdammt. Reicht das echt nicht? Boah, du willst uns doch verarschen. Genau deswegen habe ich ein Safe State gemacht, Leute. Was? Haben wir den... Nee, haben wir nicht. Ja. So, jetzt haben wir ihn aber wieder. Oh, Mann. Das heißt, ich muss mehr um die Kurven lenken, damit wir mehr Speed haben. Aber was ich hier gerade mache, war ziemlich Banane. Scheiß auf die Edelsteine, die braucht man nicht. Ich will den einen Edelstein. Oh, das war auch wieder Fail. Das wird nicht reichen. Nö, niemals. Oder? Oder? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ah, oh, gerade noch. Einer fehlt uns, glaube ich, noch, ne? Ja, einer. Gut, gut. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Wow. Was ist denn jetzt hier? Oh, ist das der letzte? Tatsache. Ja. Okay, gehe ich mal rein. Was erwartet uns denn hier? Der Tod. Nichts geht über Safe States, ne? Wenn ich die nicht hätte. Ah, Mann, ey. Eigentlich ist es ja ganz easy. Ich krieg's ja eigentlich ganz gut hin, aber der Sprung, der ging total ins Leere. So, was jetzt mit dir? Warum ist diese Tür jetzt... Ah, nein, ne? Wir haben jetzt wieder zwei Wege zur Auswahl. Durch diese Zinnschnur wird dein Gobo-Freund haushoch in die, ja, gesprengt. Das heißt, wir müssen schneller sein als die Zinnschnur. Ich finde das ganz cool gemacht. Sieht auch lustig aus. Nur es wird nicht so lustig für unseren Gobo-Freund, wenn ich das nicht hier packe, ganz schnell auf der einen Seite zu sein. Oh doch, es ging. Es war in Ordnung. Macht das jetzt kaboom? Irgendwie habe ich ja Schiss davor, ne? Ich glaube, ich sollte das Weite suchen. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. Ja, jetzt gehe ich auch nochmal den anderen Weg. Sorry, der Part wird wahrscheinlich 20 Minuten. Ja. Okay, was erwartet uns hier? Auch Zündschnur wahrscheinlich, ne? Durch diese, ja, okay. Er quatscht dasselbe. Wahrscheinlich hat mir gerade den einfachen Weg, ja, sieht ganz danach aus. Weil hier wieder diese tollen Lavagruben sind. Was war jetzt da rechts? Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber wahrscheinlich, wenn das hier alles in die Luft gesprengt wird, dann... Ja, genau, okay. Damit wir da doch noch nach oben kommen. Okay, sind die fair? Nein, das kann doch nicht sein. Mann, ey, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, dieses Level mag uns nicht. Zumindest mich. Croc, tut mir leid, dass du dir so oft den Hintern hier verbrennst, aber anders geht's nicht. Da müssen wir durch. Ein richtiges Let's Fail hatte ich, glaube ich, seit langem nicht mehr. Naja. Vielleicht ist das auch mal... Oh, verdammt, ich habe doch springen gedrückt. Warum ist er denn nicht gesprungen? Wisst ihr was? Ich cutte das bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ich fail jetzt nicht. Okay, der Weg sieht ja schon mal einfacher aus. Aber ich glaube, die Schnur geht geradeaus. Deswegen... Ja, okay. Wir haben es geschafft. Gut, jetzt will ich wissen, was da hinter dieser einen Tür ist, wenn wir nicht vorher sterben sollten. Naja, immerhin. Müssen wir jetzt kämpfen, oder was? Nee? Was ist das? Aha.
Du bist in meine Falle getappt, kleiner Croc. Hier, huch. Was ist denn los? Gobos haben Bombe neu verkabelt. Roger fliegt in die Luft. Oh nein. Okay, das war irgendwie komisch und ja. Vergessen wir das Ganze. Das war irgendwie wirklich komisch. Das war total Banane. Hallo, kann das mal weitergehen? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Verdammt, warum? Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, es geht jetzt weiter und es bleibt nicht schon wieder hängen. Och nö, ne? Ah, okay. Ja, es geht. Meine Hoffnungen sind erhört worden. Danke, Croc! Kein Problem. Ja, ich beende diesen Part hier. Diesen Fail-Part. Es tut mir äußerst leid, dass es so failig war als, ja, sonst was. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time mit Mr. Roger Jumper und Croc. Haut rein!